Kostenlos Bus und Bahn fahren. Das könnte in 5 deutschen Städten bald Realität werden. Pläne, über die die Bundesregierung nicht ganz freiwillig nachdenkt. Deutschland und 8 andere EU-Länder überschreiten regelmäßig die erlaubten Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft. Jetzt setzt ihnen Brüssel die Pistole auf die Brust. Konkrete Pläne für bessere Luft müssen her, sonst drohen hohe Geldstrafen. Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim. In diesen Modellstädten soll der Gratis-Nahverkehr getestet werden. Schöne Idee, aber unbezahlbar, bemängeln Kritiker. 13 Milliarden Euro bringt der Ticketverkauf im deutschen Nahverkehr jährlich ein. Kommunen und Verkehrsverbände warnen Berlin vor zu plakativen Ideen, die auf die Schnelle nicht umgesetzt werden können. Man brauche erst mehr Geld für Ausbau und Modernisierung des Nahverkehrs. Dann könne über kostenlose Fahrscheine nachgedacht werden.